Hallo und herzlich willkommen bei Christa2706. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Die halbe Woche ist schon wieder geschafft und bald geht's ins Wochenende. Und hier bei den Sanders ist es bereits Freitag und es ist heißes Wetter. Der Kalender sagt jetzt auch nichts anderes voraus als schön, schön, schön. Und die Familie Listig hat die ganze Familie eingeladen. Sie mögen doch mal wieder vorbeikommen. Und das lässt sich Angela ja jetzt nicht zweimal sagen. Und sie werden dahin reisen. Wir nehmen jetzt mal alle Teenies im Gepäck. Und da werden wir dann nachkommen, weil es können ja nur 8 reisen zusammen. Also starten wir mal rein in das Let's Play. So, die Listigs, die wohnen da schräg gegenüber von den Sanders. Leo, Max, Jenny und natürlich Hannah. So, wir sind angekommen, den Ben holen wir noch hierher. Den Sanders und ich hierher bringen und dann werden wir mal anklopfen. Ach, da ist die Hannah schon. Sie freut sich, dass so viele da sind. Ja, es kann es natürlich sein, dass wir uns teilweise wieder vorstellen müssen, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Eigentlich ist die Hannah uns ja alle bekannt. Der Theo sollte sie auf alle Fälle kennen. Ich weiß auch nicht, wo die jetzt alle hinlaufen, doch hoffentlich nicht zu den Pfadfindern. Nein, es ist Freitag. Und... Oh, die machen jetzt ihre Hausübungen, das ist auch okay. Wo gehen die hin? Ah, hier. Oh, Ben ist müde. Ah, nein, Niki ist müde. Der macht hier ein Schläfchen auf der Bank. Ja, das ist ja auch wieder mal ganz typisch. Nick muss hier schlafen, dann ist er weiter weg von den anderen. Ach, das ist so schläft. Ich mag ihn sehr gerne. So, Jana geht's ausgezeichnet, die ist konzentriert. Und die kann sich jetzt ein bisschen mit dem Max unterhalten. Ach, das ist der Leo, dann stelle ich mal vor. Der grillt schon für uns, das ist ja super. Aber wir haben immer noch nichts angeklopft. Das machen wir jetzt. Ist eigentlich die Jenny auch schon rausgekommen? Wo ist der Theo? Ach, der ist da raus. Der taucht jetzt mit den Delfinen wahrscheinlich. Das ist ja unser nur naturverbundener. Guck mal, wie das toll aussieht, wie sich der Himmel im Wasser spiegelt. Echt mega. Oh, Solani ist so schön. Angela sollte eigentlich gut gehen. Und die wird sich jetzt hier mit der Hannah ein bisschen unterhalten. Du kannst da gerne zu essen rufen, dass alle kommen. Und hier auch. Wir sind zwar nur zu Gast, aber du kennst ja deine Kinder, die nehmen sich sonst nichts. Die sind ja gut erzogen. Und hier ist die Hannah und dann würde ich mal sagen. So, wo ist die? Oh, die ist hier. Du kannst dich dann mit deinem Pro ein bisschen unterhalten, Tag verschönern und... Oh nee, jetzt hat ja... Jetzt haben die alle wieder dasselbe Outfit wie Ben an. Ich weiß nicht, warum die das alle machen. Das ist echt nervig. Oh, Emil, zieh dich bitte um. Ich möchte das nicht. Dann, jetzt ist das wieder in Ordnung, jetzt sind die auch wieder so angezogen, die liebe Vanni, die diese Familie erstellt hat, was sie gewollt hat, und das ist mir lieber. Angela lacht ein bisschen. Wo ist Hannah? So, Angela, setz dich bitte hier zu Hannah. Vom Partner schwärmen. Dann kannst du ihr vielleicht auch ein bisschen Stricken beibringen.
Ah, setzt euch hier hin, das ist auch okay. Ja, so möchte ich euch haben. Bobanef? Ooh, Cupepta. Borbiso. So, dann wirst du. Erinnerung ausdrücken und eine dramatische Geschichte erzählen und dann wird der Hannah auch erzählen, dass sie neulich in der Bar in Solani so einen einsamen Teenager getroffen hat, der dort anscheinend in der Nähe im Zelt haust und der komische Fragen gestellt hat und unter anderem halt auch gefragt hat, ob es hier Prominente gibt, die hier ja, schon seit etlichen Jahren wohnen und sie hätte halt dann gesagt, ja, eigentlich nur euch, ne, Ben Sanders und seine Familie. Gondela ist ein bisschen überrascht und fragt, was sucht dieser Junge? Und dann sagt er, naja, sie weiß es auch nicht so genau, aber anscheinend ja wohl seinen Vater oder so. Und da muss Angela aber schon ein bisschen lachen, weil, also Ben hatte ja keine ernsthafte Beziehung vor ihr, er hatte schon seine Liebschaften. Aber er hatte keine wirkliche Beziehung und es hat ihr zumindest so erzählt. Und sie hätte auch nie irgendjemand getroffen oder von irgendjemand gehört, mit dem Ben so ein Verhältnis gehabt hätte. Das wundert sie jetzt schon ein bisschen und sie nimmt das jetzt nicht so ernst und tut das eigentlich auch wieder weg. Aber ja, sie überlegt, dass sie später dann mit Ben einmal drüber redet. So, und wenn wir jetzt schon da sind, wo ist denn unser Theo? Jetzt komm doch ein bisschen und funke deine Jenny an. Kannst dir eine lustige Geschichte erzählen. Und Luma! Nibahana Waxwing Zucchini Rospa Cleva Such einfach mal ein bisschen zu flirten. Und einen Anmachspruch. Aber Dio, das ist klar, du musst hier mal aufhören, mit deinen Brüdern zu reden. Du musst dich doch ein bisschen um deine Freundin kümmern. Die Ben ist jetzt auch wieder ausgerastet und tanzt hier ab. Die beiden. Ach, der Nick hat sich auch etwas näher herangetraut. Da ist doch wirklich ein schöner Beruf hier bei, Besuch hier bei der Familie Listig, nicht? Der Lena gibt es nicht gut. Was ist mit Lena los? Die hat Übelkeit, also die ist auch krank. Ja, Schatzilein, Lenchen. Dann kannst du dich hier bitte mal übergeben? Dann geht's dir besser. Und dann nimmst du vielleicht noch eine Dusche. Ja.
Putz dir dann bitte noch deine Zähne, damit du nicht niefst. Vielleicht hilft das ein bisschen. Angela ist auch... Naja, Angela hat ihre Streifen wieder losgebracht, oder? Das ging ja schnell. Du kannst jetzt hier um. Sind die beiden Süßen jetzt hier ein bisschen am Flirten? Rubin! Emke Fluf Kaffa. Du musst da schon ein bisschen rangehen, wenn du da was erreichen willst. Die Stier mal, dass du so schon ein bisschen in sie verknallt bist. Mal schauen, wie sie darauf reagiert. Und dann flirte noch einmal mit ihr. Sepene Gaffa, what aber? Wo ist der Louis? Stirs with Thumpa. Louis, du kannst du mal irgendetwas anderes machen, als wir hier mit deinem Vater quatschen. Lassen wir die beiden hier ein bisschen flirty machen. Ja. So ist das doch gut. Bis jetzt kommt der Mats wieder. Kitzel hier ein bisschen, die sind jetzt alle krank, das gibt's doch nicht. Ja. Und das macht er gerade alleine. Wie schön. Max, störe ihn nicht. Dann küss mal ihre Hände. Ach, du möchtest gerne wieder snowboarden gehen. Ja, vielleicht könntet ihr mal zusammen einen Ausflug nach Vancouver machen, du und Jenny. Vielleicht auch noch der Max. Jo, ich glaube, das ist keine Krankheit, die ist einfach nur heiß. Wenn du verliebt bist, ja. Ich weiß nicht, ob es noch zu früh ist, aber ich möchte doch ganz gerne jetzt mal versuchen, ob Theo der Erste ist, der jetzt so einen Kuss erleben wird. Es klappt. Sie gehen alle weg. Ja, es hat dir gefallen. Guck mal, jetzt. Hat er sicher ein Gefühl erhalten. Und jetzt kannst du ein bisschen aufweizen, posieren. Aber fürs Erste, sag ich mal, wird das jetzt auch reichen. Ja, der Theo ist also der Erste unter Knies, der ein Mädchen gekuscht hat. Ja, und jetzt ist es auch Zeit, nach Hause zu gehen. Es ist jetzt schon Samstag früh. Wir sagen Danke zur Familie Listig, dass wir hier die Nacht durchmachen durften. Und dann verabschieden wir uns. Oh.
Aber Sulani ist schon geil, nicht? So. Oh, und die beiden Süßen. Ben sitzt am Computer. Die werden sich jetzt hier noch ein bisschen unterhalten. Sitzen. Angela setzt sich auch hier hin. Sitzen. Wieso malen? Wo malten die? Ach, wer hat denn das schöne Bild gemalt? Das hat die Lena gemalt. 90 Simoleons ist das wert. Na, da unten ist eins von Angela, das ist 1590 wert. Jo, ja, also Angela, kommst du? Ja, sie kommt. Und dann wirst du Wendes erzählen, was Hannah dir gesagt hat. Und dann wirst du ihn mal fragen, ob es etwas irgendwie sein kann, dass dieser Junge ihn sucht und ob er denn vielleicht irgendwo noch ein Kind hätte, von dem sie nichts weiß. So, setzt euch hin. Ben, setzt dich auch wieder hin. So, jetzt stehen die beiden auf. Gut, dann wenn ihr das in Stehen machen wollt, dann ist mir das auch recht. Da haben wir wenigstens eine schöne Aussicht. Also, erzählst du ihm das? Oh nee, er sollte nicht rumflirten. Oh, die beiden haben auch nur eins im Sinn. Angela. Du musst ihm jetzt leider diese Geschichte erzählen und ihn fragen. So, jetzt frag ihn also. Auch wenn ihr total kokett seid, aber das muss jetzt sein. Also Ben sagt zu ihr, ach, ich habe doch keine anderen Kinder, das hätte ich dir doch natürlich gesagt. Ich hatte keine vor unseren sieben und schon gar nicht neben uns, neben dem. Ich hatte ja gar keine Zeit oder gar keine Augen für andere Frauen. Hat nur einfach etwas gedauert, bis ich mich voll auf unsere Beziehung einlassen konnte. Aber jetzt ist es so und weißt du was? Ich wäre jetzt sogar bereit, dass wir unsere Familie noch vergrößern. Und jetzt wird Ben, Angela, Ben wird jetzt Angela von seinem Babywunsch erzählen. Guck mal. Was sie drauf sagt. Wir brauchen jetzt keine Anrufe. Das hat jetzt nicht so. Doch, sie findet es vielleicht gar nicht so schlecht. Aber diese andere Geschichte schwirrt ihr natürlich auch noch immer ein bisschen im Kopf. Aber ja, beim Bibi hat sie ja auch schon nachgedacht. Und jetzt, wo Ben das sagt, ist sie natürlich schon am Überlegen, ob sie es nicht einfach. Ob sie es nicht einfach wagen. Oh, sie haben ein Gefühl erhalten, oder? Und jetzt? Okay, was machen sie jetzt? Sie tun es jetzt, oder? Wirklich? Machen.
Wow. Nachwuchs im Hause Sanders. Ich weiß nicht, ob es klappt oder nicht. Es war jetzt auch. Eigentlich wollte ich nur einmal ein bisschen so. Gut. Über Armando reden. Aber Ben, der weiß ja wirklich nichts von ihm. Und. Jo, dann lassen wir die beiden mal jetzt. Und ich halte jetzt auch an und mach Schluss, denn wir machen jetzt ganz sicher keinen Schwangerschaftstest. Wir lassen uns hier irgendetwas zeigen. Wer weiß, ob das geklappt hat. Es ist auf alle Fälle im Haushalt nur ein Platz frei. Das heißt, es kann nur ein Kind sein und das ist schon mal sehr beruhigend. Ja, ich bin jetzt selbst etwas aufgeregt. Das war jetzt so auch gar nicht so geplant. Ich hatte es schon. Ich habe natürlich da hindentiert, aber das war jetzt eher für mich auch spontan. Aber es hat sich so gut ergeben. Ja. Baby. Ein kleines Geschwisterchen für unsere 7. Vielleicht ja auch ein großes. Man weiß es nicht. Vielleicht werden wir eins der beiden Geheimnisse am Sonntag schon lüften. Man weiß es nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute. Bleibt gesund, passt auf euch auf und schaltet am Sonntag wieder ein, wenn es heißt Christa2706 und die Sanders. Danke, ciao und Baba.